Hallihallo und wieder mal Hallöchen. Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dark Souls. Wir sind hier gerade hier unten in den Tiefen. Haben das letzte Mal. Oh, was liegt denn hier? Eine Kriegerseele. Mussten das letzte Mal hier leider. Ja, Varmos töten, bevor er uns tötete. Weil ich, ja, dämlich wie ich war, ihn leider mit einem Schwertstreich getroffen habe, weil dort ein Skelettrad war, was uns auf die Pelle rücken wollte. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Leuchtfeuer, welches hier eigentlich irgendwo sein sollte. Das hier sind nur irgendwelche Lichter. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz hier runter. Okay. War das doch ein bisschen weiter vorne? Das war doch eigentlich gleich hier. Ich muss das gerade echt irgendwie übersehen. So. Und ich habe mich entschieden, sobald ich das nächste Leuchtfeuer gefunden habe, machen wir einen kleinen Abstecher und gehen dann mal zum DLC-Gebiet. Hier sind wir wieder im Grabmal der Riesen. Und da ist einer dieser Riesen. Hallo! Diese Lampen soll natürlich helfen, sich hier zurechtzufinden, falls man diesen Helm nicht hat. Wir waren zum Glück so schlau, uns diesen Helm zu holen. Ich werde kein Risiko eingehen mit 51.000 Seelen. Na, von wo schießt er? Keine Ahnung. Von irgendwo schießt er auf jeden Fall. Hier könnten wir versuchen runter zu gehen. Da unten habe ich mich gerade auch wieder einen Skelettkopf gesehen. No! Nein, Scheiße. Ach, fuck, 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 fuck. Ich habe vergessen, dass da noch ein zweiter lauerte. Gut, keine andere Wahl. Ich versuche mal durchzurennen. Es hat erstaunlich gut funktioniert. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal unsere Seelen wieder zurückholen.
kriegen sie. Da wartet auch schon der erste wieder. So. Super, dass es hier oben liegt. Schön. Nein, 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 nein. So. Uns mal ganz kurz hier um. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Leuchtfeuer war. Ich weiß nur nicht mehr gerade auf welcher Ebene. Aber eigentlich war ich auch der Meinung, dass da vorne beim Boss noch eins war. Hallo! Mit dir reden wir gleich. Da ist das. Gut. Ach, das wird Bambus ärgert mich immer noch, ne? Genau. Ich mache noch ein bisschen weiter auf Kondition. Denn die werden wir brauchen. Und dann teleportieren wir uns. Teleportieren uns zur Gemeinde der Untoten. Und schnacken dort einfach mit Andre. Wir brauchen nämlich ein paar kleine Scherben von ihm. Ich glaube, 11 braucht man um. Nee, bestimmt mehr. Machen wir mal 16. So. Rüstung aufwerten. Wir fangen erstmal damit an. Ich glaube, das ist mal wichtiger. So. Bei den Helmen, den können wir jetzt erstmal nicht so schnell tragen. Die Eisgamaschen. Ah, siehst du, brauche ich sogar wirklich noch ein paar mehr. Das heißt, da brauchen wir nochmal 3. Brauchen wir hier nochmal 5, also nochmal 8. 12.000 haben wir noch. So. Don't get yourself killed. So, und dann ziehen wir doch mal unsere neuen Kleider an. Einmal das. Einmal das. Einmal das. And now praise the sun. Gut, wir haben immer noch nur eine Middle Roll. Aber das ist voll okay. Wir sind bei 35 von 109. Wir bräuchten ein Viertel von 35.
Also 35 mal 4 sind 120, das sind viel zu viel. Aber gut. Dann werde ich mich einmal... Nee, nicht da. Nach Anolondo begeben. Und von Anolondo gehen wir nur einen klitzekleinen Schritt in ein neues Gebiet. So, und weil wir so spaßig sind und gerne mehr Seelen haben, nehmen wir diese beiden Kollegen doch gerne noch mit. Nummer 2. Und leider lässt niemand etwas fallen. Schade. So, hier drüben waren wir noch nicht. Denn als wir noch nicht das Herrschergefäß hatten, war hier eine gelbe Barriere. Na, das war eine dieser gelben Barrieren, die wir verschwinden sehen haben. Und guck mal, wer da wartet. Pumba, hier bin ich. Ah, okay, da habe ich einen Schlag zu viel gewollt. Nicht gierig werden. Die Attacke habe ich nicht kommen sehen. Jetzt bin ich echt wieder hier, ja? Meine Güte. Ja, dann setze ich mich jetzt hier nochmal ins Leuchtfeuer. Bist du da zufrieden? Super. Kann ich jetzt weiter? Danke. Ich beide lasse ich jetzt erstmal links liegen hier. Zu spät ausgewichen. Läuft. Zack, zack und zack. So, aber warum will ich denn eigentlich hier hinter, wenn ich eigentlich ins DLC-Gebiet will? Hier hinten brauchen wir etwas. Da müssen wir an diesem Warzenschwein dort leider vorbei. Nicht ablenken lassen. So.
Na, auch wieder da. Schön. Elendiges Mistvieh. Ach, du bist doch ein Fotzkopf. Sondergleichen. Habt ihr gesehen, wie viel wir geheilt haben? Vor der Attacke. Ach, weiter kommst du nicht. Das ist ja schade für dich. So habe ich es auch noch nicht gemacht. Obwohl es eigentlich naheliegend ist, ne? So. Reichskeiderhelm. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht. Ich glaube, der hat ihn beim ersten Mal nicht fallen lassen. Ach, machen wir es einfach doch hier, weil... da müssen wir weniger nach dem Helm suchen. Da. Der abgetrennte Kopf des vollständig gepanzerten Reichskeilers vom Jäger als Zeichen seines Triumphes mitgenommen. So wie die Götter es dereinst mit dem Kopf des alten Drachens taten. Kann als erstaunlich solide Schutzausrüstung auf dem Kopf getragen werden. Auch ein Angriff mit den Reißzähnen ist möglich. Also anscheinend Sturmangriffe einfach nur auf den Gegner zurennen und der bekommt Schaden, schätze ich mal. Selbst nie benutzt, weil der einfach viel zu schwer ist. So. Und da ist noch so einer. Fährt er mich einfach. Nein! Ich dachte, ich treffe ihn. Gib den. Trefft ihn nochmal. Hatte ich gedacht. Ah, was? Glaub's nicht. Gut, dass er letztes Mal mich nicht getroffen hat, war auch gerade Wunder. Aber naja. So. Und schon sind wir da, wo ich hin will. Also fast. Das Leuchtfeuer nehmen wir erstmal mit. Ah. Alles hier sitzen. Das Problematische ist eigentlich an diesem DLC-Gebiet, es wird halt nicht wirklich erklärt, wie man jetzt da genau hinkommt. Das muss man wirklich für sich selbst herausfinden. Kristall. Goblin Untote. Ich habe keine Ahnung, was es genau sein soll. Da trifft er mich echt mit seinem scheiß Pfeil, ja. So. Ich hörte doch gerade jemanden zaubern.
No, did not. Ich will erstmal ganz kurz hier aus der Schusslinie. Verkackten Kristalle. Ja. Sah irgendwie aus, als würde er nur mit seiner Schulter irgendwie angreifen. Naja, aber die können wir ja auch noch, ne? So. Hallo. Wer bist du denn? Du bist wichtig. Dich brauchen wir. Zerstörte Anhänger. So, dieser zerstörte Anhänger. Wo muss man den jetzt nochmal hinbringen? Nee, da. Da müsste es sein, genau. Zerbrochener Anhänger, stark verzaubert. Eine Hälfte eines zerbrochenen Steinanhängers. Die Rebe scheint aus Udazil zu stammen. Eine mächtige Magie entströmt diesem uralten Stein, doch können die heutigen Menschen ihre Macht, die eine ausgeprägte Note von Ehrfurcht und Nostalgie in sich trägt, weder nutzen noch spüren. So, und obwohl ich jetzt vor kurzem, also gestern Abend, gelesen habe, was wir denn genau alles brauchen, habe ich schon wieder vergessen, was man noch braucht, weil ich glaube, das war eigentlich nur eine Hälfte. So. Aber ich will zuerst einmal ganz kurz zur Kammer der Prinzessin. Denn mit den 17.000 Seelen will ich ja, die erstmal noch ganz kurz ein bisschen mehren. Ein bisschen mehr haben und. Ich glaube, ich da jetzt einfach runterspringe, aber nö. Genau, und da will ich ein paar große Scherben kaufen. Um die Rüstung noch ein bisschen weiter aufzuleveln. Ich habe nur den Schild getroffen, das ist ja schade. So. Ein paar Brocken, das ist schön. Dann zu dir hier oben. Ich sehe nichts vor lauter Lichtern. Und noch mehr Seelen. So. Können wir uns ein bisschen mehr leisten auf jeden Fall. Ja, das bist du. So, große Scherben dort. 3.800 kostet eine. Wir können uns 6 kaufen. Ich kaufe erstmal 5. So, Rüstung verstärken. Wir fangen erstmal wieder mit der Hauptrüstung an.
So. Und so. Drei große Scherben bräuchten wir noch. Gut, aber ich glaube, damit kommen wir jetzt erstmal ganz gut zurande. Ich könnte natürlich auch wieder ein paar Seelen fressen, aber will ich gerade nicht machen. Okay, wir kürzen das Ganze mal ab. Da haben wir wieder nur ein Stück. So, und dann. Genau, müssen wir nochmal zur Gemeinde der Untoten. Und da werde ich jetzt schauen, ob das jetzt ausgereicht hat. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da irgendwas fehlt noch. Ich komme gerade nicht drauf. Ist halt scheiße, wenn man halt wie ein Gedächtnis wie ein Sieb hat, ne? Und ständig irgendwie alles nachgucken muss. So. Nochmal durch den Wald. Warum ich eigentlich jetzt das jetzt zuerst machen will. Ich will eigentlich nicht zu viel verraten. Also die, die es jetzt halt nicht wissen wollen, weil sie fürchten, gespoilert zu werden, halt bitte weg. ich will quasi mich auch noch mit dem Covenant von Nido einmal in Verbindung setzen, also verbinden, Covenant machen. Und es geht aber nicht, solange er lebt. Und das heißt, ich will zuerst einmal runter ins DLC-Gebiet das durchmachen. Ich hoffe echt, ich schaffe das. Und ach, wir haben den Ring sogar noch an. Damit wir im Anschluss genau den Hund dann auch noch in der Gegenwart machen können. Gern, ja, diese andere Sequenz habe. Ich weiß nicht, ob die irgendwas anderes bringt. Ich glaube nicht. Es wirkt halt einfach nur schöner für dich. Also die Sequenz bei Sif, meine ich. So. Ja, da ist es. Schön. Das reicht also aus. So. Ein seltsames Portal. Wir untersuchen es. Ständig werden wir in irgendwelche anderen Welten gezogen. So, mal gucken, ob ich hier wirklich weiterkomme. Aber im Zweifel können wir uns hier auch nochmal teleportieren. So, nur ein paar Schritte gelaufen im DLC-Gebiet und jetzt kommt schon die Sicherheitsabfrage. Bist du wirklich stark genug, um das hier zu machen? Au. Und vor allem schlau genug?
lässt mir keine Ruhe, ne? Mist. Scheiße, jetzt war so weit weg. Mist, das wollte ich nicht. Nein, ach Gott. Ach komm schon. Scheiße, wir haben kein Speer. Ah. Mal deinen Windstoß vielleicht bitte. Scheiße. So knapp. So knapp. Oh, so knapp. Scheiße. Ja gut, aber es sind 33 Minuten. Soll es heute erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zusehen und nächstes Mal legen wir. Ich habe vergessen, wie das Vieh heißt. Ich habe gar nicht auf den Namen geachtet. Mausoleumswächter, glaube ich. Legen wir diese Chimera. Chimera. Gibt es die Band eigentlich noch? Chimera? Keine Ahnung. Gut. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.